Hey Leute, jetzt zeige ich euch, glaube ich, ein paar einfache Sachen, die ihr malen könnt. Als erstes, herzlich willkommen zu meinem Kanal, Julia Good Week. Und jetzt fange ich schon mal direkt an. Und zwar immer ein kleines Herz, dann ein noch eins. Und immer so weit, wie viel ihr wollt. So sieht es bei mir aus. Jetzt kriege ich hier einen Namen, zum Beispiel jetzt bei mir. Für mein altes Kaninchen und mich, J. Plus J und hier unten ein Herz. Und dann könnt ihr hier noch ausfüllen. Ihr könnt das mit jedem Stift malen. Also ja, ich fülle das jetzt einfach mal hier so aus. Und jedes zweites. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nicht wundern, ich benutze gerade einen Bleistift, deshalb ist es grau. Ihr könnt es auch in jeder beliebigen Farbe machen. Und falls ihr euch fragt, ihr Kaninchen heißt doch ihr Snowball. Ich hatte zwei Kaninchen und eins hieß Jonas. Deshalb J plus J. So sieht jetzt das erste aus und wir gehen direkt weiter zum zweiten. Hier haben wir schon direkt eine neue freie Seite. Und jetzt malen wir einfach mal ein Teebecher, dafür malt ihr jetzt einfach mal so. Dann kommt hier noch so ein bisschen und dann könnt ihr noch hier so ein bisschen was für zum Beispiel Kakao oder so. Dann hier für das Halten. Und hier könnt ihr noch einen Spruch reinmalen. Zum Beispiel, ihr kommt jetzt bei mir Hello hin. Und ihr könnt es noch alles beliebig anmalen und alles so. Aber ich male euch jetzt mal hier so wie Skizzen. Also so sieht meins aus. Und jetzt gehen wir schon direkt zum dritten. Und perfekt, neue freie Seite. Also neues Malen. Wir malen jetzt einen Schmetterling. Und zwar einfach den Körper. Dann kommt hier ein kleines und ein großes hin. Dasselbe auf der anderen Seite. Dann hier. Denn hier kommt noch eine Botschaft hinten dran. Bei mir kommt auch wieder Hello hin. Ja, ich weiß, es sieht jetzt nicht so ordentlich aus, tut mir leid. Dann kommt hier, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Und dann könnt ihr noch ein beliebiges Muster hinmalen. Ich male jetzt einfach mal so ein kleines Muster. Ja, ihr könnt jedes Muster, jede Farbe, alles, aber ich male euch gerade mal so die Skizzen. Und das könnt ihr auch ein bisschen kürzer machen und einen Spruch länger, alles Mögliche. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten. So Leute, also das ist jetzt eigentlich kein Tutorial, sondern ich habe was Kleines gemalt. Und ja, das ist auch noch das Ende. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!